hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein kleines Bastelvideo und zwar meinen Beitrag zum Match gegen den Letskaiver. Was ich mir da einfallen lassen habe, seht ihr jetzt gleich in diesem Video. Weiter geht's nach dem Intro. So, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, werden der Lutz und ich in diesem Gaiver-Match ein Gewürzregal bauen. Der Lutz hat schon wegen anklingen lassen, er will was mit dem 3D-Drucker machen. Da bin ich schon mal echt gespannt. Ich hoffe, dass ich da mithalten kann. Ich persönlich werde ein eher außergewöhnliches Gewürzregal bauen. Ich werde Beton, Holz und Glas verwenden. Und wenn das alles so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, dann wird das ein richtig geiles Teil. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Schalungsform an und ja, legen einfach los. Ja, für den Betonkorpus benötigen wir insgesamt zwei Schalungselemente. Eine äußere Schalung, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Das ist eigentlich einfach nur ein Kasten aus beschichteten Spanplatten mit den späteren Maßen von dem Gewürzregal. Das ist kein Problem. Dann benötigen wir noch eine innere Schalung, die werde ich aus MDF-Platten herstellen. Ja, warum verwende ich da MDF-Platten? Die innere Schalung muss später komplett glatt sein. Dazu muss man dann eben die Schnittflächen lackieren. Das ist bei MDF-Platten ist das möglich, aber bei Spanplatten eben nicht, weil die würden dann vom Lack aufquellen. Ja, ich würde sagen, dann bereiten wir mal die innere Schalung noch vor. Ist auch kein großes Problem, ist auch ganz schnell gemacht. Zur Montage der inneren Schalungsform werde ich jetzt einen Druckluftdrucker verwenden. Ihr könnt dazu auch herkömmliche Schrauben benutzen. Es geht ebenso, nur dann habt ihr halt nachher wegen der Spachtelarbeit. So, wie ihr gesehen habt, habe ich mir die Leisten jetzt auf die entsprechenden Längen zurechtgeschnitten. Ich habe sie schon vorgebohrt und mit dem Sänger bearbeitet, sodass man sie jetzt seitlich bündig anschrauben kann. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Danach werde ich dann noch den Spalt hier verspachteln und glattschleifen und dann wird lackiert. So, zum Verspachteln der minimalen Fugen verwende ich hier so MDF-Spachtelmasse. Die werde ich jetzt hier mit einem Spachtel auftragen und dann wird geschliffen. Nach etwa einer Stunde ist der Spachtel jetzt trocken. Das bedeutet, ich kann die Fläche jetzt mit dem Schleifpapier planschleifen.
So, an den Stellen, wo sich die Aussparungen befinden, habe ich mir jetzt jeweils die Mitte angezeichnet. Da werde ich jetzt ein Loch vorbohren und dann können wir da später Aussparungen vorsehen. Für was wir die Aussparungen brauchen, werde ich euch dann gleich erklären. Ja, da hätten wir dann die fast fertige Schalungsform. Ich werde jetzt hier an den Stößen noch eine Silikonfuge anbringen, sodass die Schalungsform dann komplett wasserdicht ist. Dann werde ich noch die zwei Rohrabschnitte hier rechts und links aufkleben. Die dienen dazu, dass man später das Board an der Wand aufhängen kann. Ja, was hätte man dann heute sonst noch zu tun? Eigentlich nichts mehr. Der Lack und die Silikonfuge hat dann Zeit, bis morgen auszuhärten. Für heute ist dann Feierabend und dann können wir morgen mit dem Gießen weitermachen. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir machen dann gleich mit dem Betonieren weiter, da die Materialstärke von dem Gewürzregal ziemlich schmal ist, also nur 11 mm beträgt, werde ich hier hochfesten Beton verwenden. Wie ihr euch selber hochfesten Beton mischen könnt, da habe ich schon Videos darüber gemacht, werde ich hier oben verlinken. Ja, ich würde sagen, ich mische den Beton jetzt mal an und dann geht es gleich los mit dem Betonieren. So, der Beton ist jetzt in die Schalungsform eingebracht und muss jetzt 24 Stunden bis 48 Stunden aushärten. Dann können wir mit dem Ausschalen beginnen. Aufgrund der Tatsache, dass es heute 35 Grad im Schatten hat und auch in meiner Werkstatt hier abartig warm ist, werde ich jetzt für heute Feierabend machen. Wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder und dann hoffen wir mal, dass das Gewürzregal was geworden ist. So, hallo, da bin ich wieder. Der Beton ist ausgehärtet. Jetzt können wir mit dem Ausschalen beginnen.
jetzt das gute Stück. Und für alle von euch, die es nicht glauben können, das Teil ist wirklich aus Beton. Ich habe mir jetzt auch schon die Halterung besorgt. Dafür habe ich mir so Leisten aus Eichenholz zurechtgeschnitten. Die werden hier nachher so eingepasst. Aber davor muss ich sie erstmal ölen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch schon mal die Oberfläche versiegelt und mit Wachs auf Hochglanz poliert. Der Beton ist so glatt, da kann man sich fast schon drin spiegeln. Können wir eigentlich schon zum letzten Arbeitsgang kommen. Das ist noch die Montage von diesen zwei Holzhalterungen und dann sind wir fertig. So, zur Aufbewahrung der Gewürze habe ich mir hier jetzt solche Gläser von IKEA besorgt. Die werde ich jetzt mit dem Deckel auf die Holzleiste bohren. Und dann kann man sie von unten ganz einfach abschrauben. So, ich zeichne mir jetzt hier mal die Ummäuse an und dann wird vorgebohrt. So, das wäre jetzt hier eben ein fertiges Ergebnis. Ein paar Bilder von dem fertigen Regal werde ich euch gleich im Abspann noch zeigen. Und ja, mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich eigentlich echt zufrieden. Ist genauso geworden, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ja, ein Gewürzregal aus Beton. Wer hat sowas schon? Wahrscheinlich bin ich da weltweit der Einzige, aber egal. Ja, bezüglich der Abstimmung habt ihr jetzt ja mein Video gesehen. Jetzt würde ich euch bitten, dass ihr dann zum Lutz auf den Kanal geht, den werde ich euch unten verlinken, euch sein Video und seinen Beitrag anschaut und dann könnt ihr entscheiden, welches Video euch am besten gefallen hat. Die Abstimmung macht ihr bitte auf dem Lutz seinen Kanal, dann haben wir es leichter mit der Auszählung. Ja, für heute war es das dann eigentlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann einfach jetzt unten auf Abonnieren klicken. Dann geht es nächste Woche schon wieder mit neuen Projekten weiter. Für heute war es das. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao!